Jo, servus, grüßt euch und herzlich willkommen zu einem neuen Farmvlog von mir. Wir haben heute Donnerstag, den 21. Oktober. Und vergangene Nacht hat es bei uns übelst gestürmt. Heute Morgen auch noch, jetzt heute Mittag, heute Nachmittag hat es sich gelegt. Kam gerade vom Hauptjob, hab mir geschwind noch eine Schnittschutzhose angezogen. Ja, heute auf der Arbeit hat schon mein Handy geklingelt. Ja, dass Bäume umgekracht sind, mein Ballenvlies ist weggeflogen. Da muss ich jetzt dann auch noch nach der Strommiete gucken. Ja, so sieht's aus. Bin jetzt rausgefahren. Mein Vater ist jetzt hier schon zugange. Da ist ein Birnbaum umgekippt. Und weiteres gucken wir uns jetzt mal genauer an, ja. Auf jeden Fall richtig krass, was da jetzt abging. Echt, also heute auch auf den Straßen so viel Totholz gelegen, was noch in den Bäumen war, ne? Gerade der Trockenstress von den letzten Jahren, das merkt man den Bäumen immer noch an. Dementsprechend viel Totholz in den Bäumen. Und wenn es dann so rund geht, wenn es dann so stürmt. Also wir haben hier Sturmböen gehabt. Ja, ich weiß nicht, also bestimmt an die 100 km/h oder wenn nicht noch mehr. Also ich meine, wenn so ein Baum mal umfliegt, ja, ist echt schade um den Baum. Jeder, der meine Vlogs hier aufmerksam verfolgt, hat den Baum hier auch noch in Erinnerung, wo er in der Blüte stand, meine ich. Ja, da habe ich nämlich hier Bodenbearbeitung gemacht. Oder hatte ich hier Bodenbearbeitung gemacht? Ich weiß es nicht mehr genau. Egal, auf jeden Fall ein richtig schöner Baum. Ich werde euch jetzt einfach gleich mal ein Bild einblenden. Ist auf jeden Fall schade, wenn dann ja, durch so ein Unwetter solche Schäden entstehen und der Baum dann letztendlich dadurch kaputt geht, ne? Ich meine, da liegt da, klar, gibt Haufen Holz, aber ja, man hat ihn dann lieber dastehen und erntet die Früchte. Natürlich steht er auch hier bei der Bewirtschaftung manchmal im Weg, ja. Muss man aufpassen mit dem Spiegel und mit dem Dach, dass man sich hier nichts kaputt fährt, aber ich finde das immer so ein schöner Anblick. Ich werde euch gleich auch mal ein Bild einblenden, wo er noch stand, ne? Jo, Helm habe ich auch mit am Start, weiß gar nicht, ob ich es brauche. Oh, der Vater ist schon fleißig am Werk, ja. Also neue Kamera, heute auch erstmalig mit am Start, die GoPro Hero 10 und ich hoffe, das geht hier mit dem Wind. Und die Hero 6, die alte Kamera, habe ich auch noch mit dabei, die werde ich immer mal wieder aufstellen, werde dann parallel filmen mit dieser Kamera und mit der Hero 6 und da können wir hier auch die Aufnahmen untereinander vergleichen in diesem Video. Also ich nehme euch mit, legen wir mal los und wünsche euch viel Spaß mit den folgenden Aufnahmen. We'll be right back.
Ganz kurz aus der Schlepperkabine, da kann man mich wenigstens verstehen. Es ist ziemlich windig draußen. Jetzt bei genauem Betrachten des Baums hat man auf jeden Fall sehen können, dass er von innen immer ganz so gut aussah. Das sieht man oftmals mit dem bloßen Auge von außen gar nicht. Aber ich habe euch ja eben die Aufnahmen gezeigt. Also, ja, ne, er hat Stellen gehabt, wo er nicht mehr ganz so gut aussah oder besser gesagt schon hohl war. Ja, hat man außen, von außen jetzt wirklich nicht gesehen. Beispielsweise jetzt bei uns im Hauptjob ist es sogar so, dass mir extra Fachpersonal, Kolonne habe, die rausgehe, ne, und hier die Bäume überwache. Ja. Jeder Baum ist gelistet und die gehen dann bei, machen eine Sichtkontrolle, ob jetzt irgendwelche ersichtlichen Krankheiten vorhanden sind, irgendein Pilzbefall, beispielsweise Massaria oder so. Und dann gehen sie noch bei, ist gerade ein bisschen überbelichtet, geht so, und dann gehen sie noch bei, egal. Dann gehen sie noch bei und machen als Probebohrungen. Ich weiß jetzt nicht, wie der genaue Begriff ist, aber damit kann man dann rausstellen, ob der Baum von innen gesund ist oder ob er jetzt beispielsweise hohl ist. Ja, ne? Vielleicht gibt es ja Leute, die sich da besser auskennen, aber auf jeden Fall ist das dann so eine Praxis, die man anwenden kann. Ja, aber bei uns jetzt im Privatbereich und dann gerade bei den Obstbäumen, also ja, da macht man ab und zu mal eine Sichtkontrolle, man schnippelt so gut wie es geht durch, ne? Putzt durch, aber sonst, ja. Und so wie hier ist es jetzt nicht ganz so schlimm, aber wenn so ein Baum dann irgendwo in einem Verkehrsbereich steht, ist das halt eine Gefahr, die man doch nicht unterschätzen sollte. Und jetzt gerade wie hier, ne, ganz klar, ist es blöd gelegen, weil hier ringsrum Rüben sind. Die Tage werden hier wahrscheinlich dann auch die Rüben rausgemacht, gehe ich mal stark von aus, zumindest passt von der Jahreszeit her. Jetzt muss man nur die passende Witterung abwarten. Und natürlich möchten die Leute dann hier auch durchfahren können, die Kollegen, und nicht irgendwo aus rumfahren müssen, weil da ein Baum auf dem Weg liegt. Ne? Deswegen machen wir jetzt zumindest mal den Weg frei. Und anschließend fahren wir dann noch rüber zur Strommiete und dann gucke ich mal, wo mein Ballenfließ hin ist. So Leute, wir haben heute Freitag. Hat gestern gut angefangen mit der Kamera. Knapp eine Dreiviertelstunde gefilmt, dann war tuck, Akku leer. Hab gestern aber auch keine Acht drauf gehabt, wie voll der Akku war. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob der 100% geladen war oder 80%. Hab jetzt über Nacht voll geladen, also jetzt haben wir die 100% und bin jetzt mal gespannt, wie lange der Akku heute hält. Ja, gestern knapp eine Dreiviertelstunde, also schauen wir mal. Ne? Mit der GoPro Hero 6 kann ich locker eine Stunde filmen, wenn nicht noch länger. Ja? Je nach Einstellung natürlich. Vielleicht liegt es hier auch an der Einstellung, aber das sehen wir ja letztendlich dann auch. Und jo, heute 100% hält dann hoffentlich etwas länger. Hier habe ich jetzt Kartoffeln liegen, insgesamt 4 Stück. Und wir haben hier 3 Sorten, ja. Wir haben jetzt hier einmal die Sorte Jeli. Das war in diesem Jahr die beste, ja, kann man so sagen, die ertragsreicheste Sorte. Außerdem ist mir positiv aufgefallen, dass die Sorte Jeli ziemlich resistent ist gegenüber der Pitophthora, ja, also Kraut- und Knollefäule. Weil die Sorte Jeli, die stand eigentlich ja, bis zuletzt noch schön im Kraut. Gut, zum Schluss hin hat sie dann auch ziemlich Probleme gehabt mit Pitophthora. Aber ja, im Vergleich zu den anderen Sorten war die auf jeden Fall gut im Rennen. Ertragsreich, man sieht es ja hier auch, ne, schon anhand der Größe. Die haben hier alle dieselbe Prozedur bekommen. Und hier haben wir die Sorte Jeli, hier haben wir die Sorte Belana. Belana war in diesem Jahr eine ziemlich schlechte Sorte, ja. In den letzten Jahren hatte ich hier, Moment, in den letzten Jahren hatte ich hier eigentlich ziemlich gute Erfahrungen gemacht, wobei im letzten Jahr war ich auch schon etwas enttäuscht, ja. Aber in diesem Jahr, ne, also das ist hier so die Durchschnittsgröße bei der Sorte Belana und hatte hier von Anfang an eigentlich Probleme mit Pitophthora, ja.
Also die kamen aus dem Damm raus, die ersten Wochen nicht, aber das ging dann ziemlich schnell und ja, die waren da auf jeden Fall ziemlich anfällig. Da war es richtig krass und im Endeffekt war dann auch kein Kraut mehr da, keine Blattmasse mehr da, keine Blattmasse, auch keine Photosynthese und dementsprechend schlecht der Ertrag, ja. Genau, Belana und hier kommen wir zu der Sorte, die ich jetzt erstmalig im Anbau hatte, blaue St. Galler. Und die waren richtig miserabel. Also da habe ich jetzt die letzten drei Reihen, die noch drin waren, von denen, die habe ich drin gelassen. Die haben sich nicht mal gelohnt, hier zu roden. Ja, deswegen, da sind wir gefahren und ja, eine halbe Reihe sind wir noch gefahren bei der blauen St. Galler in den Damm rein. Und ja, da kam einfach nichts hoch. Ja, und das hier waren die größten Knollen, die mit dabei waren. Habe es jetzt trotzdem mal für euch aufbewahrt, dass ich euch das zeigen kann. Und die blaue St. Galler, die hatten wirklich von Anfang an hatten die Probleme mit Phytophthora, ganz schlimm. Und hinzu kam dann noch der Drahtwurm, ja, hier. Und mit dem Drahtwurm hatte ich aber generell in diesem Jahr Probleme. Auch bei der Sorte Jeli, hier habe ich jetzt keinen Drahtwurm drin. Und bei der Sorte Belana, wobei ich auch der Meinung bin, dass die Sorte Jeli hier die wenigsten Fraßstellen hat. Ja, ob das jetzt irgendwie an der Schalefestigkeit liegt oder wie auch immer, ich weiß es nicht. Man sagt ja nochmal bei den Drahtwürmern, dass die Drahtwürmer in die Knolle gehen, nicht weil sie die Kartoffeln so schmackhaft finden, sondern wegen dem Wasser, ne? Weil ja die Kartoffel hier das Wasser gut einspeichern kann und deswegen gehen die da rein, ja. Die Sache ist, in diesem Jahr hatten wir ein ziemlich nasses Jahr. Wir hatten ein verregnetes Jahr, es war oft schwülwarm und deswegen war das halt natürlich auch der perfekte Nährboden, ne? Für Phytophthora, Kraut- und Knollefäule, weil sich da die Pilzkrankheit natürlich rasend schnell ausweiten kann. Und die Kartoffelpflanze, die steht ja hier schön in Reihe und Glied, Damm in Damm. Das kann man sich vorstellen wie eine Menschenkette, ja. Und dementsprechend, ne, wenn dann einer irgendwie eine hochinfektiöse Krankheit hat, dann stecken die sich untereinander an und Beispiel, ne? Und so wird dann die Pilzkrankheit im Bestand übertragen und das geht rasend schnell. Und da habe ich eben auch, ne, die Erfahrung gemacht und das Ganze so wahrgenommen, dass die Sorte Jeli hier am besten mit davon gekommen ist. Und hier die Sorte blaue St. Galler, ganz schlimm, ja, keinen Ertrag. Wir haben hier eine Reihe rausgemacht und ich glaube, es waren insgesamt, ja, lauter so kleine Kartoffeln und vielleicht, was war's denn? Ich habe es nicht gewogen, aber ein Korb voll, ja, vielleicht 15, 20 Kilo, wenn überhaupt. Und den Rest haben wir dann drin gelassen von der blaue St. Galler und haben die erst gar nicht rausgemacht. Ja, schade drum, weil das Steckgut hier ist halt mit am teuersten. Ja, im letzten Jahr habe ich die, was waren das? Letztes Jahr hatte ich die Vitellotte Cut oder wie die hießen. Oder nicht Vitellotte, sondern Violetta. Ich glaube, Violetta hießen sie im letzten Jahr. Und das Schöne ist halt an den Knollen, erstens, man sieht sie nicht alle Tage, sie sind exotisch, ja. Und sehen halt super aus auf dem Teller, weil die sind von innen lila, blau. Und die verfärben sich nicht, also die behalten ihre Farbe, auch wenn man sie gekocht hat, abgekocht hat, also die sind wirklich noch schön blau-lila. Ja, ich mache jetzt hier mal ein bisschen den Dreck weg, kann man auch so machen, ne? Und da kann man schon erkennen, ja, und die Farbe tun sie beibehalten. Natürlich, wenn man die Schale dran lässt und die mit Schale kocht, dann behalten sie ihre Farbe zu 100% und wenn man die Schale wegmacht und Salzkartoffeln macht oder das ähnliche, ne? Dann verfärben sie sich vielleicht minimal, aber eigentlich tun sie ihre Farbe wirklich beibehalten. Ich denke, dass das bei der blauen St. Galler genauso ist. Der Unterschied zwischen Jeli, Belana und blaue St. Galler ist außerdem noch folgender. Die Jeli ist vorwiegend festkochend, Tendenz leicht mehlig. Also ist auch wirklich hier, kann man als Salzkartoffel verwenden, Ofenkartoffeln, man kann Pommes frites draus machen, aber man kann sie auch zusammenstanzen und jetzt hier ein Brei noch draus machen. Ja? Sie sind jetzt nicht komplett mehlig, da gibt es nochmal andere Sorten, die habe ich jetzt nicht bei mir im Anbau. Und dann haben wir hier die Sorte Belana. Belana ist festkochend und hier bei der blaue St. Galler sagt man auch, dass sie festkochend sind. Ja? Wobei, die habe ich jetzt noch nicht abgekocht, aber ja. Auf jeden Fall werde ich die blaue St. Galler in Zukunft nicht mehr anbauen. Der Unterschied zwischen blaue St. Galler zur Jeli und Belana ist auch, dass die einen viel höheren Nährstoffaufwand hat im Vergleich zu den anderen Knollen. Also die braucht wesentlich mehr Nährstoffe, die eben auch im Boden vorrätig sein müssen. Und ja, so viel zur Kartoffel. Wie gesagt, ich habe jetzt die blaue wollte ich gerade sagen, Quatsch, vor lauter blaue St. Galler. Ich habe jetzt hier die Jeli und hier die Belana vorrätig im Gewölbekeller.
Da könnt ihr mir auch Bescheid geben, wenn ihr Interesse habt. Ich habe es im letzten Video schon mal angesprochen. Dann kann man dann auch einen Termin ausmachen, sofern Interesse besteht. Und ich gebe euch dann noch Bescheid. Dann könnt ihr Kartoffeln bestellen und könnt die dann auch, wenn es soweit ist, bei mir abholen. Ja? Könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Interesse hättet. Und wie war bei euch denn in diesem Jahr der Kartoffelanbau? Ne? Würde mich auch mal interessieren. Kollegen haben mich auch angeschrieben und haben mir gesagt, dass sie dieses Jahr mehrmalig reingefahren sind, die Kartoffeln gegen Pitophthora behandelt haben und. Ja. Aber neben der Pitophthora, also Kraut- und Knollefäule, habe ich auch massiv Probleme gehabt mit Drahtwürmer und dementsprechend schlecht war der Ertrag. Ja, dementsprechend schlecht war der Ertrag. Jetzt vorhin war noch ein Bekannter da, der hat die Kartoffeln geholt, die ich aussortiert habe. Der nutzt die als Schweinefutter. Aber so ist das Ganze eigentlich nicht gedacht. Klar, so haben sie auch nochmal eine Verwertung, ja, die wo jetzt ausrangiert wurden, ausselektiert wurden. Aber natürlich, ne, ist das nicht Sinn und Zweck der Sache. Ohne Kartoffel bringt im Endeffekt nur den gewünschten Ertrag oder besser gesagt, bringt nur den gewünschten Umsatz, wenn man sie letztendlich auch als Speisekartoffel verkaufen kann, ja. Zumindest, wenn man die Absichten hat und das Ganze so praktiziert, wie ich das jetzt mache, gell? Natürlich kann man auch hier für die Industriekartoffeln anbauen im größeren Ausmaß, aber dazu habe ich die Fläche nicht und die Maschinerie nicht. So sieht's aus, gell? Ihr wisst erstmal Bescheid. Vielleicht 30, maximal 35 Stück. In dem Fall ist das so, dass der Kunde sich das Stroh selber holt. Er hat jetzt halt aufgerufen und meint hat, dass sein Schlepper defekt ist, ob ich ihm ein, zwei Ballen bringen könnte, so dass er noch durchs Wochenende kommt. Und das mache ich jetzt noch fix. Und dann nächste Woche hat er gemeint, dass er da dann das Stroh wieder selber holen kann. Und dann passt die Sache. So, jetzt sind wir wieder auf Asphalt hier im Weg, können wir Allrad ausschalten. Aber wenn ich hier einen Ballen auf der Schnauze habe vor dem Frontlader, dann brauche ich das Allrad auf jeden Fall, weil der Bulldog hinten ziemlich leicht ist auf der Hinterachse. Und ja, so schaut's aus. Ballenvlies haben wir gestern Abend noch drüber gezogen. Es ist noch ziemlich windig draußen. Ja, und ich hoffe jetzt, dass es drauf bleibt. Ich will jetzt gucken, dass ich am Wochenende, besser gesagt am Morgen, noch beigehe und das Ganze noch beschwer. Ringsrum, dass ich da Kanthölzer hinlege und dass die mir eben zusätzlich das Ganze nochmal beschweren und mir das Vlies jetzt nicht nochmal wegfliegt. Ja. So sieht's aus. Eben raus zu's, wo ich den Weg raus zu's gefahren bin, zu der Strommiete hat man
jeweils rechts und links vom Weg die ganzen Obstbäume stehen sehen. Aber ich denke, den meisten von euch ist es ja in den Videos, in den Vlogs zuvor schon aufgefallen, dass bei uns noch ziemlich viele Bäume stehen. Und ich finde es eigentlich schön, ja. Natürlich, wenn man mit den Maschinen, mit den großen Maschinen da durchfährt, gerade die schmalen Wege, ja, da kommt halt das eine zum anderen, ne? Der Weg ist für die heutigen Maschinen eigentlich zu schmal. Ja, mit dem Case hier geht es auf jeden Fall. Aber der ist ja auch nicht so breit, aber wenn man jetzt mit dem Bulldog da lang fahren will oder mit dem Mähdrescher, wo man halt Überbreite hat, dann ist das eine Katastrophe, ja, auch in der Höhe wegen den ganzen Bäumen. Aber nichtsdestotrotz finde ich es gut, dass sie noch dastehen. Man muss auch bedenken, ne, wie lange die Bäume schon dastehen. Und vor allem kriegt man da immer frisches Obst geliefert, ganz klar. Ne? Also gerade jetzt in der Jahreszeit, man hat die Äpfel, ja. Gut, jetzt sind schon die späteren Sorten, die jetzt reif sind. Die frühe Sorte, die sind schon durch. Ja. Entweder man hat sie rechtzeitig geerntet oder sie landen halt auf dem Boden. Ist leider so, ja. Die wenigsten machen sich die Mühe und holen das Obst noch heutzutage. Früher haben es noch mehr gemacht, aber da, ja, ich weiß nicht, da hat man für alles irgendwie mehr Zeit gehabt. Ich weiß, das klingt jetzt so, wie wenn ich ein alter Mann wäre, aber ja, ich kann mich gut daran erinnern, dass wir als Kind immer raus sind, gerade mit der Großmutter und ringsherum die ganze Sache noch zusammengelesen habe. Also da gab es keinen Apfel, der liegen geblieben ist, und heutzutage fehlt einem einfach auch die Zeit. Ne? Ich gehe noch raus und breche die Äpfel, ja. Aber das mache ich dann ja, für Eigenbedarf auf jeden Fall. Ja. Meine Großmutter, die kann dann den ganzen Winter über Apfelkuchen backen, da habe ich dann auch was von. Und so, ja. Ne, früher hat man dann die ganzen Äpfel zusammengelesen, das was man da gebraucht hat, hat man dann aufs Saftkonto eingezahlt. Also man hat es dann quasi beim Raiffeisen, bei uns jetzt in dem Fall der Raiffeisen, abgegeben. Und da hat man dann eine Gutschrift bekommen. Und ja. Man hat sich auch auszahlen lassen können, ja, dass man sagt, okay, man verzichtet jetzt auf sein Saftkonto und schreibt es nicht an und lässt es auszahlen. Aber was kriegt man da? Also momentan, ich weiß nicht, wie es in diesem Jahr ist, aber die letzten Jahre, wenn man sich das hat ausbezahlen lassen, dann kam man irgendwo beim Doppelzentner auf 8 Euro, vielleicht auch 10 Euro. Ne? Doppelzentner, für die, die es nicht wissen, das sind 100 Kilo und für 100 Kilo Äpfel 10 Euro oder 8 Euro, ja, ist zum einen eine Frechheit. Und zum anderen natürlich der Aufwand nicht wert, ja. Natürlich, ne, es sind Lebensmittel, das muss man sich vor Augen halten. Ne. Sie sind es auf jeden Fall wert, sie sind eigentlich noch viel mehr wert, ne. Aber eben, ja, für viele Leute mit der Grund, ja, dass sie sagen, okay, man kriegt nichts dafür. Warum sollte ich mich hinstellen und die Äpfel zusammenlesen, ne? Weil natürlich raubt es einem auch die Zeit, ne. Sehr zeitintensiv, bis man das Ganze zusammengelesen hat, und deswegen bei uns ist jetzt mittlerweile auch nur noch so, dass wir halt nur ich bin im Wald unterwegs. Ich habe hier noch zwei Polder liegen. Das ist einer von zwei. Das ist das restliche Holz von den zwei Flächenlosen, die ich im vergangenen Winter gemacht habe. Ja, das hat zum Schluss dann zeitlich nicht mehr gepasst. Ne? Und das ist jetzt eben noch übergeblieben. Hier die paar Stämmlen und vorne der Polder. Der Polder war eigentlich hier vorne am Weg abgelegt. Irgendwer wird ihn jetzt auch aus irgendwelchen Gründen nach hinten reingeschoben haben. Hier ist jetzt auch ein Graben, der meines Wissens nach zuvor noch nicht war. Ich denke, dass sie den nochmal hier angelegt haben oder ausgebessert, ausgebaggert, wie auch immer. Und in diesem Zug eben das Holz hier nach hinten geschafft haben, dass sie hier ausbaggern können. Aber ist ja kein Problem. Nehme ich mal die Seilwinde und hänge den an. Ja, vielleicht auch auf zweimal, und dann ziehe ich den vor an den Weg und dann kann man den aufarbeiten. Jo. Sind bestimmt auch nochmal, ja, wenn man das spaltet, sind es bestimmt auch nochmal, ich schätze jetzt mal, 8 Stär Holz. Wobei es jetzt 8 Stär Holz, wenn man es aufspaltet. Ja, man unterschätzt es oftmals. Ja, vielleicht überschätze ich mich gerade auch. Aber ich denke mal, so 6 bis 8 Stär werden es schon noch sein, ja.
So, Schlepper steht jetzt wieder in der Scheune. Suche jetzt gerade einen Handfeger, damit ich den Bulldog auskehren kann, weil der sieht aus wie Sau. Aber das bleibt nicht aus bei dem Wetter. Die Frage ist nur, wo habe ich es? Wo habe ich es? Wenn man es sucht, findet man es meistens nicht. Ah, da habe ich noch. Da habe ich doch, jo. Ne? So viel Zeit muss sein. Fegt man noch die Kabine aus. Und ja, für mich heißt dann heute auch erstmal Feierabend. Ich weiß nicht, wie viel Uhr wir haben. Mein Handy-Akku ist tot. Momentan habe ich es so mit den Akkus, gell? Und ja, heute Abend noch Geburtstag feiern in der Familie. Schön zusammenhocken, was esse, was trinke. Und da freue ich mich drauf. Genau, dann ist der Freitag rumgelaufen. So, jetzt sieht die Kabine auch wieder schier aus. Ordentlich, so soll es sein. Können wir ins Wochenende starten. Und jo, was steht für morgen auf dem Plan? Morgen möchte ich noch eine Baustelle besichtigen gehen. Die erwarten noch ein Angebot von mir. Genau, so sieht's aus. Gehe ich morgen die ganze Sache besichtigen. Mach mir Bilder, mach mir Notizen. Dann werde ich wahrscheinlich am Sonntag gleich das Angebot schreiben. Das geht dann nächste Woche raus. Und jo, mal gucken, ob man dann die Zusage bekommt oder nicht. Ne? Ich habe auch schon den Fall gehabt, dass ich draußen war, mir die ganzen Gegebenheiten vor Ort angeschaut habe, Angebot geschrieben und da geht natürlich auch Zeit bei drauf. Ne? Und dann bekommt man die Absage. Ja, oder im schlimmsten Fall sogar gar keine Rückantwort. Also das ist die Kehrseite der Medaille, das gehört aber auch mit dazu. Aber in der Regel ist dann schon so, ja, dass man zumindest Rückantwort bekommt und im besten Fall natürlich dann auch die Zusage. Gell? Viele hatten auch immer gefragt, wie ich das Ganze mit der Dienstleistung und Co. verrechne. Also ich möchte es jetzt nicht detailliert im Internet preisgeben. Wer Interesse hat und sich da interessiert oder an Zusammenarbeit interessiert ist, darf sich da gern bei mir melden, in Kontakt suchen, entweder unter meiner E-Mail-Adresse oder auch anderweitig, gell? Und auf jeden Fall kommt man da ins Gespräch und das gehört eben auch mit dazu. Und ja, wird das immer so gehandhabt? Nein, natürlich nicht. Das kommt immer darauf an, wie sich der Kunde wünscht, ne? Es kann jetzt auch sein, dass vorab gar keine Besichtigung stattfindet und ich beispielsweise Bilder über WhatsApp bekomme.